So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute im Hintergrund, ach, wen juckt schon, was im Hintergrund kommt, Alter. Ne, Spaß. Habe ich erst gestern noch gespielt gehabt, ne Nuklear-Fail natürlich. Also, das wollte ich euch zeigen einfach. Das war so bitter. Wirklich so bitter wie noch nie. Kurz vor Nuklear, Leute, es laggt, Verbindung unterbrochen, gell? Und ihr seht es dann, wie behindert es war. Und dann holt mich auch noch einer mit Zielsucher. Schlimmer geht's nicht, Leute, schlimmer geht's nicht. Also, schlimm einfach nur. Aber ja, was soll man machen? Heute soll es um ein anderes Thema gehen hier. Und zwar, ja, heute Abend, also wenn ihr das Video seht, war es gestern Abend, habe ich auch noch Fahrschule und da wollte ich einfach mal erzählen, Alter, mein Fahrschullehrer, Leute, der ist so cool drauf, ohne Scheiß, so ein Fahrschullehrer hätte man nie vorstellen können. Er ist so cool drauf, einfach nur reißt die ganze Zeit so Kackwitze. Und dann erzählt er letztens so, dass er meine Fahrschülerin hatte. Fahrschülerin, ja, wie soll es auch anders sein? Frau. Nein, Spaß, Leute. Spaß, ganz ruhig. Und zwar hatte mal eine gehabt, da hatte gerade so ein Rohr in der Hand gehabt. Hat er so erzählt. Ich hatte meine Fahrschülerin. Die war genauso hohl wie das Rohr. Denke ich mir, okay. Auch geil. Also wer so hohl ist, der hat gar nicht auf die Reihe gebracht irgendwie anscheinend. Und war einfach zu blöd zum Fahren. Ich habe ja auch so eine Fahrschul-App. Die muss ich mal beherrschen noch. Da habe ich mal angefangen zu suchten letztens. Also so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe, ist auf jeden Fall nicht. Man darf ja höchstens 10 Fehlerpunkte haben in der Theorieprüfung. Und bis jetzt hatte ich so, mein Bestes war bis jetzt 20. Da war ich ja echt stolz drauf. Aber wie 10 geht, das ist ja unmöglich und 0 ist noch unmöglicher. Also wer Führerschein noch nicht macht, der kann sich schon mal auf was einstellen. Das ist nicht so leicht, wie das manche denken vielleicht. Also voll reinkommen da. Oh, jetzt camp ich auch noch im Hintergrund, ja, weil die Halbzeit gleich aus ist. Aber ja, was soll's. Weil ich der Orbi noch haben wollte da. Nächste Halbzeit dann. Aber ja, was soll's. Auf jeden Fall habe ich auch gemerkt, dass er... Halt, stopp. Dani, erst überlegen. Erst Satzbau überlegen. Dann reden. Erst Satzbau überlegen. Ja, genau. Also. Ihr habt so das Gefühl. Halt, stopp. Das würde ich gar nicht sagen. Der ist auch schon so bisschen alt. So um die 50, schätze ich mal. Und das ist einfach so cool drauf, der Typ. Hätte ich nie erwartet von dem. Haut er da Witze raus. Keine Ahnung was alles. Heute Abend hören wir das Ganze nochmal an. Hab hier noch ein paar Theorie-Stunden auf jeden Fall. Muss ich machen. Was heißt paar? Genug. Hab jetzt nicht gerade viele Theorie-Stunden. Aber ja. Ich hoffe einfach, dass es geil wird wieder und nicht so viele da sind. Oh, wenn es viele da sind, muss man sich immer so in die Ecke quetschen. Das ist so behindert. Also muss ich heute pünktlich sein. Pünktlich sein. Das ist es A und O. Also, wer von euch nicht pünktlich ist immer, der sollte sich mal abgewöhnen, weil unpünktlich sein, das regt die anderen so auf. Das kann ich euch sagen. Ja.
Und was mir aufgefallen ist, Leute, die Gameplay-Commentaries oder Real-Life-Stories, wie auch immer, wie man es nehmen mag, die kommen bei euch richtig gut an. Richtig gut. Deshalb, ich würde eigentlich jedes Video gerne Real-Life-Story raushauen. Oder was erzählen einfach. Aber ich kann nicht dauerhaft was erzählen, weil so viel erlebe ich jetzt auch noch nicht als 15-Jähriger, dass ich hier Stories raushauen kann wie ein 20-Jähriger oder so. Ich werde erst mal noch 16 und dann geht's vielleicht mal los, hier Stories rauszuhauen, so richtig lustige und so. Also sehen wir ja dann, sehen wir dann. Aber so Real-Life-Stories zum Erzählen bockt's auch am meisten, finde ich. Aber Live-Commentaries kommen noch, auch noch 100-Abo-Special wird auch kommen demnächst. Und ja, genau, 100-Abo-Special wird kommen. Live-Commentary, die Real-Life-Specials würde ich jeden Tag bringen, wirklich jeden Tag würde ich die so bringen, aber so viel erlebe ich halt nicht, leider. Und Vlogs, wenn ihr da drauf Bock habt, Bock habt, dann schreibt es in die Kommentare. Und jetzt seht ihr hier schon im Hintergrund den Mega-Lag. Und jetzt sterbe ich auch schon gleich. Und dann würde ich sagen, zieht es euch noch rein. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao, Leute.